Moin Moin und willkommen zurück. Hearthstone spielen wir und es stand beim letzten Mal, drücken Sie üben, um neue Helden freizuschalten. Ich würde sagen, das probieren wir einfach mal. Er lädt so ein bisschen. Ah, okay. Wählt eure Helden. Es gibt also anscheinend 9 Helden. Davon haben wir einen freigeschaltet. Magier. Level 1. Belohnung für Stufe 2, Frostblitz. Da sieht man die Fähigkeit. Da sieht man den Helden, Jaina Prachtmör. Und um Helden freizuschalten, müsst ihr sie zuerst besiegen. Fordert euren Favoriten heraus. Ah, okay. Also, wir können jetzt einen Helden freischalten, indem wir ihn besiegen. Was nehmen wir denn mal? Ich würde ja Uta wählen, den Paladin. Warum? Warum? Uta, den Paladin. Aber vielleicht möchte ich lieber irgendwie einen Krieger oder einen Jäger. Wir nehmen den Paladin, ist in Ordnung. Das Spiel wird gestartet, mentale Vorbereitung. Ich fülle Ladenbalken auf. Sehr schön. Mal gucken. Jaina gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Wir sind zuerst dran, haben deswegen nur 3 Karten. Wenn ihr einige der Karten nicht mögt, könnt ihr sie austauschen. Aha. Also wieder was Neues gelernt. Man kann die Starthand also verändern. Man kann Karten behalten oder ersetzen. Das Blöde ist natürlich, wir fangen an und haben keine Ein-Mana-Karte. Dementsprechend. Arcane-Explosion finde ich am Anfang nicht so stark. Genauso den Wolfsreiter. Und jetzt werden die beiden ersetzt. Den Ingenieurslehrling behalte ich. Der ist nämlich ziemlich gut für 2 Mana. 1-2er plus eine Karte ziehen. Was wir jetzt dafür kriegen. Vielleicht lohnt es sich ja. Naja. Da kann ich wohl in der ersten Runde nichts spielen. Schade, schade. Wir drücken fertig. Das war's. Was ist denn seine Heldenfähigkeit? Er kann einen Rekruten kriegen. 1-1. Und er hat sich eine 1-4er Waffe geholt? Für einen Mana? Das ist derbe übertrieben gut. Ja, im Prinzip ist es eine 1-1er-Kreatur, die 4 Runden lang hält. Wenn man das so sieht. Ich kann den Ingenieurslehrling spielen, krieg mehr Karten. Oder ich spiele den Blutzumpfraptor, der dementsprechend mehr Schaden aufweist. Wir behalten uns die Möglichkeit, Karten zu ziehen, mal üben. Auf. Ich spiele erstmal den Raptor. Das war's. Leider bin ich mit Ansturm. Also muss ich warten. Ja, was mit Ansturm? Ja, genau. Für einen Mana plus 3? Macht mir ganz schön viel Schaden. Wir müssen ein bisschen nachdenken. Folgende Option haben wir. Ich greife mit dem den an, dann ist er weg. Ich benutze meine Fähigkeit, greife den damit an, ist er weg. Und ich kann auch 3 Schaden reinbringen. Hab allerdings keinen Mana mehr übrig, um irgendwas anderes zu machen. Ich kann genauso gut Arcane Explosion benutzen. Dann ist zwar eine Karte weg. Nehmen aber lieber die Fähigkeit, weil ich die immer einsetzen kann und die Arcane-Explosion kann auch gegen mehrere gehen. Dementsprechend Fähigkeit nutzen, auf den Geber, weg ist er, ihn angreifen. Das war's. Hat er ein bisschen Schaden bekommen. Sehr schön. Der greift mich wieder an, für einen Schaden ist in Ordnung. Melde mich zum Dienst. Er hat seine Karte, seine Fähigkeit benutzt und hat jetzt eine 1-1er-Kreatur bekommen. Na gut, seine Fähigkeit und meine Fähigkeit gleichen sich aus. Ich kann die ganze Zeit immer Feuerschläge draufballern, er kann die ganze Zeit beschwören, das bringt ihm nicht viel. Und ich kann weiterhin noch andere Sachen spielen, zum Beispiel einen Flusskrokodil. Benutze meine Fähigkeit, der kommt weg. Wir bauen jetzt Bilanz auf, indem wir mehr Kreaturen haben. Greifen ihn an und mehr in die nächste Runde. Die Münze. Für 0 ich habe ein Mana dazu. Riesiges Gewehr. Das war interessant. Was hat er denn gerade gemacht? Ist er gestorben? So viel ist gerade passiert. Kleinen Moment mal eben. Ich hab den weggemacht, genau. Dann habe ich ihn angegriffen, genau. Dann hat er die Münze gespielt. Er hat einmal mehr bekommen, hat sein Sturmlanzenkommando gespielt. Er hat einen Kampfschrei, verursacht 2 Schaden. Hat meinen Blutzumpfraptor gekillt. Und dann hat er mich noch angegriffen. Das ist in Ordnung. Den Sturmlanzenkommando kann ich natürlich mit meinem Flusskrokodilisten relativ gut wegholen. Das ist vom Tausche, ist das gut. Und ich könnte danach sowohl einen Schildmeister spielen, als auch
3 Schaden zufällig auf feindliche Charaktere verteilen. Da er ja nur da ist, mache ich für 1 Mana 3 Schaden auf ihn. Das klingt nicht so schlecht. Wir machen das genauso. Wir greifen hier. Oh! Die Verbindung zum Battlenet-Spieldienst wurde unterbrochen. Sie können versuchen, die Verbindung wiederherzustellen, indem Sie ein weiteres Spiel starten. Das ist blöd. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Genau. Ich werde hart so neu starten. Wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. Da sind wir wieder. Wir klicken wieder auf Üben und müssen wir die Partie wiederholen? Es scheint so. Wir gehen nochmal auf den Paladin. Probieren es doch mal. Zünde Lunte. Positioniere Helden. Das Spiel ist geladen. Probieren wir es doch mal. Jaina gegen Uta. Sah so gut für uns aus. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Aber ich krieg das hin. Ihr habt es so gewollt. Ich fange als zweites an. Interessant. Wir haben auf jeden Fall zu viele Mana-Kosten gerade. Wir nehmen Nachtklinge und Schlachtzugleiter weg. Die beiden sind ja gut. Vielleicht kriegen wir was mit einem Mana. Dem Murloc vielleicht? Ja, da ist er. Das sieht doch schon besser aus. Ihr seid als zweites dran. Also erhaltet ihr die Münze. Nutzt sie weise. Aha. Also die Münze ist quasi eine Karte. Null. Und wir kriegen einen Mana-Kristall nur für diesen Zug. Das heißt, ich kann eine Sache, die etwas teuer ist, einen Zug früher spielen. Interessant, interessant. Wir spielen den Murloc mal zuerst. Und behalten uns die Münze mal auf. Fleitet ihn ja Gottes Schild. Was bringt Gottes Schild? Dass er keinen Schaden kriegt. Wenn ein Diener mit Gottes Schild das erste Mal Schaden zugefügt, wird dieser Schaden ignoriert. Beim zweiten Mal, also dann dementsprechend dann nicht. Ich würde sagen, wir hauen hier die arkanen Geschosse raus. Was anderes fällt mir nicht Kluges ein. In der Hoffnung, dass sein Gewinner weiter umgeht. Eins. Ja, genau so wollte ich es haben. Er hat Schaden bekommen, der ist weg. Alles ist gut. Ich könnte die Münze spielen und kriege dann einen Mana-Kristall dazu. Könnte dann direkt noch eine Kreatur hinterherballern. Das ist, glaube ich, ganz klug. Ich bin wieder auf 2 Mana. Und ich würde nicht den hier nehmen, sondern ich nehme den Flusskokolisten. Oder den Blutzugskraft, aber 3 Schaden. Aber ich würde lieber 3 Schaden aushalten können. Kann er nicht angreifen, von daher lieber verteidigen. Hey, das ist nicht so schlimm. Melde mich zum Dienst. Die können wir ausgleichen. Oh, das ist schon schlimmer. Nö, nicht wirklich. Weil 4 Schaden schön und gut. Meine Fähigkeit haut die trotzdem weg. Genau so machen wir das auch. Weg, weg, weg. Wir greifen ab. Alles gut. Ich habe eine Kreatur drauf. Er nicht. Er hat weniger Leben. Alles gut. 3 Schaden. Er zieht eine Karte. Was ist das für ein Abfall? Mit dem Feuerball. Gefällt mir allerdings nicht ganz so gut. Wir spielen erstmal den Schildmeister. Ja. Krieg den erstmal weg, mein lieber Freund. Dann kannst du auch die Gerechtigkeit des Lichts haben. Du musst trotzdem das Ding angreifen. Auch der Rekrut bringt mir nichts. Melde mich zum Dienst. Genannt, du kriegst 3 Schaden jedes Mal. Das kann der 5 Mal aushalten. Oh, er heilt sich komplett wieder auf. Volle Lebenspunkte. Die habe ich auch, aber ich habe die besseren Voraussetzungen momentan, würde ich behaupten. Und ich kann zum Beispiel den Wolfsretter spielen, meine Fähigkeit benutzen, den wegballern, mit dem Wolfsretter sofort angreifen und beim Schildmeister auch noch angreifen. Das scheint ziemlich klug zu sein. Ich kann natürlich auch den Kampfschrei benutzen oder sowas, aber ich möchte gerne dafür ein bisschen mehr Mana übrig haben. Deswegen, erstmal die Fähigkeit, mein Ding wegbauen. Den Wolfsretter raus. Zwei Kreaturen auf dem Feld, beide greifen an. Und er ist wieder auf 24, sehr schön. Geladen und entsichert! Ein Schaden kann er verteilen. Das hat natürlich bitter. Melde mich zum Dienst. Er greift natürlich wieder den Schildmeister an. Muss er machen. Wieder 3 Schaden. Das Ding ist natürlich relativ gut. Ist die Frage, was haben wir jetzt? Jetzt wird es nämlich ein bisschen interessant. Mit der Fähigkeit kann ich einen Schaden machen, dann könnte der weg sein. Der ist eher die Frage, wie ich den wegkriege. Ich spiele erstmal den Ingenieurslehrling. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Ein Wolfsreiter. Ja, der gefällt mir nicht so ganz, wenn ich ehrlich bin. Denn ich kann nicht Wolfsreiter und irgendwas zusammenspielen. Und ich will den Wolfsreiter ungern opfern für irgendwie sowas.
Dann opfer ich den lieber für ihn hier. Machen wir es so, wir spielen einen Blutsumpfraptor. Spielen ihn hier. Greifen ihn damit an. Weg. Und du musst mich doch sowieso angreifen. Von daher über den Schaden. Ich hoffe, er verstärkt ihn nicht. Er verstärkt Sturmwind. Ihn. Der ist weg und jetzt nimmt den Schaden wieder ab. Das ist machbar. Der ist ziemlich stark. Aber sowohl mein Ogre der Felsfäuste ist stärker als auch mein Feuerball. Und ich würde sagen, der Feuerball ist es. Das Ding kommt weg. Wir brauchen beide Dominanz hier. Alle drei können angreifen. Alle drei können angreifen. Sehr schön. Das war's. Für den König. Ja, komm, der bringt nichts. Ja, schön. Das hättest du vorher machen können, das wäre auch egal gewesen. So, krieg ich jetzt noch eine Arcane-Explosion, das ist ja natürlich lustig. Na komm. Ja! Ich kann zwei Arcane-Explosionen rausballern, dann sind die beiden weg. Oder ich mach sie einmal. Dann haben beide noch ein Leben und hau so einen Ogre raus. Ich hau den Ogre raus. Was glaubst du so? Wenn ihr meint? Hau den weg und der andere macht auch noch einen Schaden weniger. Kostet meinen Stahl! Egal, was du mit dem anstellst. Sie werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Aua! Der ist egal. Also 8 Lebenspunkte. Da wird man ja fast gierig, da drauf zu schmeißen. Ja, obwohl ruhig deine ganzen Kerzen noch mal oben. Ich kann noch einen kommen. Mag ich immer stark ist. Eine Schafsverwandlung. Ich kann ihn natürlich direkt angreifen. Das bringt nicht ganz so viel, weil er dann noch 2 Lebenspunkte übrig hat. Und damit treffe ich nur Dina. Und damit treffe ich zwar ihn, aber nur für einen Lebenspunkt. Das heißt, er hätte noch einen über. Ich benutze den für den, dann ist er weg. Den für den, dann ist er weg. Und hole noch einen zweiten Ohr für der Felsfäuste dazu. Das klingt nicht so schlecht. Aber er kann mit seiner Waffe angreifen. Oder wäre er tot. Oder kriegt zumindest relativ viel Schaden. Machen wir das mal drauf. Was bleibt raus? So. Das war's. Er zittert vor der Macht Sturmwind. Was für ein Champion. Aber das ist mir egal. Du hast keinen Sport, mein Freund. Melde mich zum Dienst. Du hast doch keine Karten, die Sport haben. Dementsprechend, egal was du machst, du kriegst 12 Schaden rein. Wir haben den Paladin besiegt. Und Level bekommen. Bedeutet das irgendwas? Kriegen wir da irgendwas? Paladin freigeschaltet. 2 von 9 Helden freigeschaltet. Wird durch einen Sieg über die folgende Klasse freigeschaltet. Paladin. Ja. Und wir kriegen 2 Karten dazu. Frostblitze fügt einem Schaden 3 Schaden, ein Charakter 3 Schaden zu und friert ihn ein. Die Fähigkeit kenne ich noch nicht. Frieren, einfrieren. Mal gucken, was das bringt. Ah, okay. Ich kann jetzt also weiter. Ich kann jetzt auch den Paladin spielen. Ich habe 12 von 20 Basiskarten schon freigeschaltet damit. Hier habe ich 10 Basiskarten. Da ich ihn noch nicht kenne, bleibe ich erstmal bei Jaina Pracht. Ja, und schalte einfach noch einen Typen frei. Den Paladin habe ich schon freigeschaltet. Ich würde sagen, was nehmen wir als nächstes? Ich möchte den Krieger freischalten. Guck, was der kann. Suche Brett aus. Ja, das mal. Versammelte Zuschauer, auch das wichtig. Damit sie meinen Sieg beobachten können. Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. Ganz stark. Die Hand kann so bleiben, denn ich habe die Münze. Ne, ich habe sie nicht, oder? Sieht immer so aus. Sah eben so aus, als hätte ich die Münze bekommen. Ich habe den Mörderkörper in der ersten Runde. Einmal, in der zweiten Runde Flusskugel ist. In der dritten Runde den oder den. Das bleibt so. Ich könnte auch einen Flusskugel wegmachen, aber das ist, ich lasse es so. Und wir kriegen die Münze dazu. Kann ich jetzt zweites beginnen?
Ja, der Müllerräuber, den kenne ich. Den mag ich nicht so gerne. Ich kann natürlich gleich die Münze rausballern und dann gleich den Flusskuristen rausballern, weil der auf jeden Fall den Müllerräuber besiegt. Dementsprechend. Genau, so machen wir das. Probier doch dein Glück. Eieie, eine Waffe. 3 Schaden? Na, was ist mit ihm? Jetzt muss ich mich an. Jetzt habe ich schon 5 Lebenspunkte verloren. Ein Feuerball. Wir spielen unsere Fähigkeit. Mach erstmal den Murloc weg. Und greif ihn selbst an. Bitteschön. Er hat nochmal 3 Schaden über. 4 Angriffe dazu? What? Das war viel Schaden. Die Waffe ist weg. Aber das war viel Schaden, mein lieber Scholli. Und jetzt habe ich folgende Option. Ich spiele entweder Flusskokolist und Müllerräuber zusammen oder einen Schlachtzugleiter. Ich würde sagen, erstmal so viel wie möglich raus. Ich habe sogar 2 Murlocs. Ich spiele in der nächsten Runde einfach den Schlachtzugleiter und einen Murloc. Das ist auch in Ordnung. Einfach mal warten. Gerade für den Zug. Soll er doch machen. Nur ich und Papa sehen. Oh oh. Oh oh. Er kriegt Ansturm. Und mein Müllock ist Geschichte. Was machen wir nun? Ich kann so ein großes Vieh holen. Das ist 2-7. Ist natürlich relativ cool. Aber das war's dann auch. Oder ich spiele einen Schlachtzugleiter unten, Müllock. Alle meine Sachen kriegen mehr Angriff. Das klingt doch gar nicht schlecht. Warum denn nicht? Nehmt das! Noch den Murloc dazu? Oder mache ich mit meiner. Ich kann nur den Murloc. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Ich hätte auch mit dem Feuerball einfach den weghauen können. Ich muss. Brettkontrolle haben. Das war's. 3 Kreaturen auf meiner Seite. Nichts auf seiner Seite. Ist mir lieber als den Deck anzugreifen. Oh, oh. Der ist wie meiner. Nur besser. Jedes Mal. 3 Angriffe, wenn dieser Schaden erleidet. Jedes Mal. Das klingt böse. Ich kann natürlich gleich wegbraten. Mit. Ah, kann ich nicht komplett wegbraten. Besser wäre natürlich gewesen, wenn ich irgendwie einen Feuerball und meinen Feuerschlag einsetzen könnte. Das wären 7 Schaden genau gewesen. Dann wäre das Ding weg. Oder aber. Ich spiele einfach noch einen Schlachtzugleiter. Nehmt das! Oh ja. Und greif auf Deck. Mach doch, was du willst. Schnell und stark zuschlagen. Und jetzt oh nein, ich hätte noch meine Fähigkeit einsetzen können. Ich D-Mag. Jetzt ist aber mächtig viel. Oh, ich habe meine Fähigkeit. Rüstung. Bereit zum Ausritt. Das schaue ich mir gleich mal an. Ja, und schon sind meine Kreaturen wieder normal. Rüstung. Halt 2 Rüstung. Wie funktioniert Rüstung? Steht da nicht. Aber es wirkt irgendwie mit den Lebenspunkten dazu. Das Ding hat keinen Spot. Das heißt, ich kann ihn direkt angreifen. Für 6 Schaden wären das hier. Und ich habe hier auch nochmal 6 Schaden. Wären 12. Und ich hätte noch meine Fähigkeit über. Wir probieren das einfach mal. Warum ist denn noch mit der Rüstung passiert? Da geht die Rüstung weg. Das habe ich hier fast gedacht. Also habe ich 10 Schaden, ne? 2 plus 2 sind 4, plus 6 sind 10. Wir haben es gewonnen. 2 Schaden hier, 2 Schaden da. Feuerball. Und meine Fähigkeit. Was ist das? Und ihr schaltet eine weitere Karte frei. Ah, okay. Also diese Karte nicht. Aber wir haben den Krieger freigeschaltet. Ah, ihr habt eine neue Quest erhalten. Oho. Absolviert ein Spiel im Modus Spielen und ihr erhaltet eine Profi-Packung. So, so. Es gibt also Quests auch noch. Ich würde aber sagen, wir schalten noch einen Helden frei und dann gucken wir uns den Spielen-Modus an. Deswegen, wen nehmen wir? Den Jäger, den Schamanen, Druide. Druide klingt schwul, Schamane klingt cool. Oder Hexenmeister? Schurke.
Wir nehmen den schon. Der kriegt der Pistol. Und kämpfen natürlich wieder mit Jaina. Wir haben relativ viele Karten schon freigeschaltet. Sind doch, glaube ich, schon ganz schön gut mit ihr. Wie die anderen funktionieren, weiß ich noch nicht. Aber bei Jaina weiß ich nicht. Jaina gegen Thrall! Die hat viele... Eure Zeit ist gekommen. Schaden. Ihr habt es so gewollt. Ich bin Zweiter. Hab dementsprechend die Münze und hab Karten... zu teuer sind. Hier kommt weg. Die Arcane-Explosion finde ich bisher nicht ganz so gut. Deswegen bringen wir die auch mal weg, um die Chancen zu steigern, eine 1-Mana-Karte zu bekommen. Ansonsten kann ich die auch so ausspielen. Ja, jetzt habe ich die wiederbekommen. Ich habe wieder die Münze, von daher alles in Ordnung. Na, greift euch direkt an. Würde ich tun. Was mache ich jetzt? Ich spiele die Münze. Spiele den Flussgrodis. So, dann machen wir das. Geht rein. Ich stimme, dass das klingt. Das ist ein eingefroren. Verpasst den nächsten Angriff. Also, ich kann jetzt die nächste Runde kann nicht angreifen. Quasi diese Runde. Das ist ja eklig. Dann spielen wir nochmal einen Blutzufall. Das war's, ne? Kann ich mir machen? Schmilzt er jetzt wieder? Ja, jetzt schmilzt er wieder. Okay. Ein Totem kann er beschwören. Oh. Guck das doch mal genauer an. Beschwört ein zufälliges Totem. Also kann er auch verschiedene Totems haben. Sturm zum Zauberschaden plus 1. Aber Zauberkarten verursachen einen Schaden mehr. Das heißt, sowas zum Beispiel verursacht dann 2 Schaden. Das wird eklig, aber er hat nur 0,2. Das heißt, ich kann ihn so wegballern. Mit meinem Flusskokolis zum Beispiel. Ich würde sagen, wir... beschwören erstmal den Bossfighter, der Ansturm. Ich würde gar nicht an. Das Ding ist weg. 6 Schaden für mich, mein Freund. Brettkontrolle, er hat keine Dings. Und er wird noch schlafen. Ein weiteres Tote. Bis jetzt kommt. Ein Spott-Tote. Wie heißt das denn? Steinklauen-Tote. Ja, auch 0-2, aber hat halt Spott. Ich muss den also angreifen. Hätte ich aber sowieso gemacht, von daher ist es nicht so wild. Wir spielen dazu noch den Schlachtzugleiter. Und den Mörderräuber. Greifen wir unserem guten Kokolisten hier an. Weg damit. Er kriegt die 4 Schaden rein. Nächste Runde könnte er relativ viel Schaden reingedrückt bekommen. Geht hinter mir in Deckung. Oh, 5-4 mit Spott. Das ist ja ekelig. Aber 5-4 ist halt auch nur 4 Lebenspunkte. Und mein Bloodfen-Raptor, so heißt er im Englischen, Blutzumpf-Raptor, der hat 4 Schaden. Wir spielen als erstes Nachtklinge. Sie werden nicht 3 Schaden für ihn. 5-4er, ist in Ordnung. Greift mit dem Blutzumpf-Raptor. Der ist weg. Und haben hier noch die restlichen Kreaturen. Schnell und stark zuschlagen. Wenn er nichts macht, ist der nächste Runde tot. Der Frostwolf-Clan ist bereit. +1/+1 für jede Kreatur. Ja, leider nur eigene, ne? Ja, befreundete Diener auf dem Schlachtfeld. Nicht Fremde. Oh, wie schade. Feuerball! Oh. 3 Schaden hält er noch aus. Nachtklinge, beende das Spiel hier. Sehr schön. Wir haben ein neues Level. Das heißt, wir haben ihn freigeschaltet, den Druiden. Den Schaman meine ich. Entschuldigung. Und wir haben eine neue Karte Spiegelbild. Ruft 2 Diener 0-2 mit Spott herbei. Das scheint ziemlich gut zu sein. Für 1-2 Kreaturen, die auch noch Spott haben. Und 0-2. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und wir haben jetzt schon relativ viele freigeschaltet. 3 sollen erstmal reichen. Ich würde sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir gehen mal auf zurück. Und wir haben ja noch unsere Quest offen. Die machen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ans Kartenspielen geht. Bis dahin, ciao, ciao.